Im Gänseschritt zur Impfpflicht. Der Landrat des Kreises St. Wendel, Udo Reckenwald, CDU, hatte am Wochenende die Diskussion losgetreten. Die Impfpflicht spalte die Gesellschaft, man schreibe den Menschen ja auch nicht vor, dass sie nicht mehr rauchen oder trinken dürften. Das sagten die Fraktionsvertreter in der Landespressekonferenz zu dem Thema Impfpflicht. Also wir haben von Anfang an uns gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht ausgesprochen. Also das verstärkt aus unserer Sicht, da müssen wir dem Landrat in St. Wendel recht geben, die soziale Spaltung. Wir wissen, dass so viele Pflegekräfte, also fast 100%, zumindest in den Kliniken geimpft sind. In den Pflegeheimen muss noch ein bisschen aufgeholt werden. Aber also eine solche Schikane den Menschen zuzumuten, die in der Pflege arbeiten, das halten wir wirklich für den absolut falschen Weg. Das ist eine krasse Fehlentscheidung und das muss zurückgenommen werden, weil wir wissen, wir haben in vielen Gesprächen mit den Pflegekräften erfahren, dass durch diesen Druck einfach die Bereitschaft viel größer wird, den Beruf der Pflege zu verlassen. Und das können wir uns überhaupt nicht leisten. Und wenn das jetzt wirklich umgesetzt werden würde, haben wir Mitte März das Problem, dass der Pflegenotstand noch viel mehr verschärft wird. Wir sind ja gegen eine generelle Impfpflicht und das von Anfang an. Wir haben unsere Argumente ja auch wiederholt vorgetragen. Glaube ich, kann ich gerne nochmal wiederholen, aber in diesem Kontext bringt es uns ja nicht weiter. Und wenn ich die Debatte der beiden größeren Parteien im Lande verfolge, dann ist ja jetzt klar, dass die CDU auf einen offensichtlich vernunftgetriebenen Kurs einschwenkt. Ja, also wir glauben, dass mit dieser hohen Impfquote, wie wir sie im Saarland haben, bei den vulnerablen Gruppen, eben den über 60-Jährigen, dass damit das Ziel ja doch fast punktgenau erreicht worden ist und dass es keinen Sinn macht, an dieser Stelle die ohnehin zum Teil ja auf der Flucht befindlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege, weil sie eben aus verschiedensten Gründen nicht zufrieden sind mit ihrer Arbeit, dass man das noch dadurch verstärkt, dass man eben eine, wie aus unserer Sicht momentan unsinnige Diskussion noch zusätzlich verschärft. Selbst die Regierung ist sich ja nicht mehr einig. Das kommt dann unter dem Stichwort Gewissensfreiheit und jedem Abgeordneten ist das dann selbst überlassen und so. Weil es hat niemand mehr den Mut, so etwas offensiv zu vertreten. Und ich glaube nach wie vor, dass das auch nicht in der Schärfe kommt. Weil wenn ich mir das vorstelle, Impfzwang, wie soll denn das gehen? Impfpflicht ist dann die Vorstufe und Impfpflicht in einzelnen Berufsgruppen ist dann wieder die Vorstufe von der allgemeinen Impfpflicht. Aber selbst da tut man sich ja schon schwer. Deswegen darf man doch, wenn Dinge, sage ich jetzt einmal, und das hat mein Freund, betone ich, Udo Reckenwald, auch klar und deutlich ja jetzt zum Ausdruck gebracht, die Gebietskörperschaften können nicht mehr. Die Gesundheitsämter sind am Ende. Und das heißt jetzt klar und deutlich, dass wir ein Stück weit Dinge hinterfragen müssen. Die Länder A und B haben nach Berlin mehr als 40 Seiten an Fragestellungen geschickt. Bisher ist noch keine Antwort da. Und wir haben heute Morgen in der Fraktion das intensivst diskutiert. Und ich kann feststellen, dass wir es ja mit einem Kreis zu tun haben, von einigen tausend Menschen, die davon betroffen sind. Naja, wir sind sehr verwundert, wie schnell die CDU-Position plötzlich räumt, denen sie vor kurzem noch zugestimmt hat. Die scheinen überall in der Opposition angekommen zu sein, offenbar auch hier im Land. Ich habe mir noch mal angeschaut, noch Ende Januar hat Stefan Kolling gedroht den Trägern, wenn sie die einrichtungsbezogene Impfpflicht nicht durchsetzen. Wie heißt das wörtliches Zitat? Wir werden solche Träger an den Pranger stellen und das lassen wir denen nicht durchgehen. Wir werden eine hohe Ordnungsstrafe anordnen. Es wird den Trägern wehtun. All das Originalzitate von Stefan Kolling noch Ende Januar und plötzlich heißt es, das sei irgendwie Ampelchaos. Ich will nur noch darauf hinweisen, sowohl das Saarland hat wie alle anderen Bundesländer auch im Bundesrat dafür gestimmt. Und die CDU-CSU-Bundestagsfraktion hat sogar geschlossen dafür gestimmt. Das ist verantwortungslos. So kann man nicht damit umgehen. Offenbar nehmen die Pandemiebekämpfung nicht mehr ernst, seitdem sie nicht mehr in Verantwortung stehen. Und hier im Saarland scheinen sie auch die Verantwortung aufgegeben zu haben.